Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Ätna Bericht aus. So, unser letzter Auftrag dürfte gewesen sein, den Blase hier zum Pinkeln zu bringen. Und ich erinnere mich grob, dass wir hier die Monitore etwas verändern müssen. Und zwar muss hier W und hier C sein. Das bedeutet, wir müssen ein wenig die Lichter ausschalten. Und da müssen wir mal gucken. Ich glaube, dieses hier muss noch an. Und dieses muss an. Und dafür muss das hier noch aus. Das hier dürfte der Fernsehraum sein. Und das sieht aus wie der Wäscheliftraum. Im zweiten Stock müsste es sein. Und ja, dann werde ich einfach mal versuchen, in die Räume zu kommen. Und die entsprechend anzumachen. So, zwei Lichter müssen noch an. Ich schau mal hier um die Ecke, ob da Räume sind. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher. Haben wir hier Licht an? Na, komm, zeig's mir. Hallo. Ja. Ja, das Licht hier ist an, also können wir wieder raus. Dann gehen wir mal hier in die Tür. Hier. Was ist das? Ist das ein Lichtschalter? Nein. Ja, das Licht scheint auch irgendwie an zu sein. Beziehungsweise es gibt gar keinen Schalter. Dann gehen wir mal wieder raus. Und dann geht's ab in die obere Etage erstmal. Und wir schauen da, wie es mit den Lichtern aussieht. Achso, hier war unser Gefängnis quasi. Schauen wir mal in Dr. Marcells Büro. Das dürfte hier sein. Na komm. Okay, hier haben wir aber auch keinen Lichtschalter. Das wird jetzt eine recht mühsame Geschichte, fürchte ich. Wenn wir alle Räume erstmal kurz überprüfen müssen, ob da alles an ist. Beziehungsweise entsprechend aus. Ja. Dip, 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 dip. Und noch weiter runter. So, schauen wir mal da rein. Das ist der Alfred-Tempel. Jawohl, es ist der Alfred-Tempel. Hier gibt es aber kein Licht, also können wir auch kein Licht anmachen. Dann gehen wir in den Elektroschockraum. Und, na los. So, haben wir hier Licht. Da ist zwar ein Schalter, aber das Licht ist schon an irgendwie. Von daher können wir gleich wieder rausgehen. Und gehen weiter hinunter. Und schauen dann mal. Wir können hier nur weiter runtergehen. Und müssen dann irgendwie wieder in den Treppen... Quatsch, Treppenlift, in den Wäschelift. Beziehungsweise schauen wir mal da rein. Oh nein. Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Okay. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg? Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Entflohener Patient! Ja, ist ja gut. Was gibt's? Ja. So, jetzt werden wir wieder zurückverfrachtet. So, und hier bleibt. Ja, alles klar, danke sehr. In Ordnung. Das habe ich wohl vermasselt. Nein, nein, ist schon okay. So, hier ist auch Licht an, beziehungsweise da geht es gar nicht aus. So, schauen wir mal. Nur für Personal. Hier ist Licht an. Und wir können nichts ausmachen. Dann gehen wir mal hier rein. So, da ist Herr Mantel. Kurz gucken. Was haben wir denn alles? Haben wir eigentlich schon die Schaufel? Nee, die haben wir noch gar nicht. Aber wir haben Ketchup. Da kommt der nächste Ausgang. Ich wollte doch den Ketchup benutzen. Mit dem Herrn Mantel. Na gut. Hier muss das Licht nämlich aus sein. Benutzen. Verzeihung. Aus. So, dann gehen wir mal durch. Jetzt sind wir da hinten drin. Und schauen uns mal um. Ob da noch irgendwo das Licht an muss.
Alarmknopf? Nö. Da ist ein Lichtschalter. Benutzen. Lichtschalter an. So. Jetzt haben wir das an. Haben wir auch schon irgendwo das Richtige ausgemacht? Warte mal. Der Raum und der... Ja, eigentlich müsste doch jetzt alles richtig an sein, oder? Haben wir hier noch einen Lichtschalter? Benutze Lichtschalter. Nee, jetzt ist es ja aus. Das soll ja, glaube ich, gar nicht aus sein. Na gut, raus und dort hinten ist noch eine Tür. Ja, hier sollte auch aus sein, wenn ich mich recht erinnere. Und los geht's. Und dann versuchen wir nochmal den Herrn Mantel mit dem Ketchup zu bespritzen. Na komm. So, Ketchup, Ketchup, Ketchup da und Herr Mantel. Jawohl. Und dreckig ist er. Da kommt der nächste Ausgang. So. Passiert jetzt was? Nein. Na gut. Benutzen können wir... Achso, da kommt der nächste Ausgang. Ich weiß nie, wie ich hier dafür sorgen kann, dass man aussteigt. Da kriegen wir das Licht nicht aus. Und hier... Toilette aus. Da müsste doch das Licht auch an noch sein. Noch hier Dingensbummens, ne? Ne, ist gar nicht die Toilette. Was haben wir hier hinten noch? Ah, die Bar. Können wir jetzt eigentlich Barmanns Unterschrift? Cocktailkarte? Was soll ich schreiben? X, X, X. Okay. Versuchen wir das mal. Cocktailkarte mit Barmann. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ah, einen XXX bitte. Einen XXX bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich, was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Okay. Gut, dann haben wir den schon mal vertrieben und können uns den Löffel nehmen. Perfekt. Und können wir... Ja, können wir den anmachen, bitte? Lichtschalter. Gleichzeitig ganz in der das Nähe. Das fehlte wohl noch. Ja, geschafft. Ach, es ist WC auf dem Bildschirm. Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Sehr schön. Und wo sind wir? Sind wir gerade unsichtbar, oder wie? Achso. Im Lichtschalter steckten wir drin, alles klar. Ja. Wir haben es geschafft. Blase ist fort. Und jetzt können wir erstmal den Löffel noch abgeben. Das wäre dann hier im Wäschelift. Hinein in den Wäschelift. Na komm, auf. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Ist wohl weg. Schaue an. Nee, wie kommen wir denn jetzt hier runter? Einmal Inventar und Schere mit irgendwas benutzen. Da kommt der nächste Ausgang. So, wo sind wir jetzt?
Möchte ich da überhaupt raus? Nein, wir möchten noch mal einen weiter. Und los geht's! So, dann schauen wir mal. Klick, klick, benutzen. Hilfe, lass mich raus. Ah, da kommt der nächste Ausgang. Gut, da können wir jetzt runter. Und dort ist ein Kleiderbügel, den nehmen wir auch mal. Es ist ganz schön, wenn man spielt und sich dann doch wieder erinnert, wie man hier fortfahren muss. Also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich habe es eigentlich nur angeguckt. Aber häufig reicht sowas schon. So, wir gehen erstmal hier runter. Sehr gut. Und gehen hier durch diese Türe. Da müssten doch die Bernsteinminen hier unten sein, nicht wahr? Sehr gut. Und dann benutze... Wo haben wir es? Schaufel mit Loch. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Gut. Das hätten wir dann. Können wir hier die nehmen? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Okay, können wir nochmal mit dem Loch reden? Hallo, bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Okay, vielleicht müssen wir kurz aus dem Bild. Versuchen wir das mal. Irgendwas geschah doch da, da bin ich mir noch ziemlich sicher. Aha, Erdhaufen. Nehmen Erdhaufen. Und jetzt haben wir eine Tonerde. Sehr schön. Haben wir jetzt die... Achso, der Erdhaufen ist immer noch da. Okay. Dann, was haben wir denn jetzt alles noch bekommen? Wir haben noch den Kleiderbügel Nummer 1. Nummer 2. Und die Polizeimarke. Die könnten wir vielleicht noch verwenden. Ich weiß nicht, soll man Poki schon anlabern oder nicht? Nee. Wir gehen erstmal nach oben. Ich glaube nämlich, ich weiß noch, was wir mit der Polizeimarke machen mussten. Dementsprechend flitzen wir hier die Treppe hoch und begeben uns mal in die königlichen Gemächer. So, dort hinten um die Ecke. Na los, geh schon. Wo sind wir denn hier? Da kamen wir aber nicht hin, oder? Jetzt müssten wir in die Küche kommen, wenn ich mich nicht täusche. Sehr gut, dann geht's hier in den Speisesaal. Und dann geht's hier in den Aufenthaltsraum, hoffe ich zumindest. Nein, da geht's zur Gruppentherapie. Wo geht's denn in den Aufenthaltsraum? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Ah, nee. Na gut, das hatten wir ja schon. Hey, ich bin der Neue. Ich bin doch... Blablabla. Ich glaube, ich werde immer diesen Weg wählen. Denn ich vergesse einfach mal immer ganz entspannt, was denn eigentlich zu tun ist. So, jetzt sind wir wenigstens hier kurz vor dem Schloss, sage ich mal. Und damit endet auch diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß gehabt zu haben und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.